Wenn man verstehen will, was an den Finanzmärkten derzeit abläuft, müsste man vielleicht sagen, die Fed dirigiert die Märkte. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktflüster. Denn die amerikanische Notenbank, die pumpt extrem viel Geld jetzt in den letzten Tagen des Jahres in die Märkte. Mindestens bis 3. Januar wird man täglich 120 Milliarden Dollar in den Repo-Markt pumpen, um den Liquiditätsbedarf dort zu decken. Das muss man offenkundig tun, weil die amerikanische Regierung zu viele Staatsanleihen emittiert, was dann am Repo-Markt zu Verwerfungen führte. Jedenfalls sagen sich die Aktienmärkte, ist doch schick. Die US-Notenbank, die pumpt Liquidität in die Repo-Märkte, das ist gut. Sie kaufte kurzlaufende Staatsanleihen, damit versteilt sie die Zinskurve. Wir haben heute die steilste Zinskurve in den USA seit 14 Monaten. Davon, wir werden all das gleich sehen, profitieren Banken natürlich besonders, weil diese Zinskurve bedeutet faktisch wieder gute Marge für die US-Banken. Und wir sehen auf der anderen Seite eben einen Abverkauf an den Anleihemärkten, zumindest was die länger laufenden Anleihen betrifft. Da geht es zur Sache. Wir sehen die 10-jährige US-Staatsanleihe bei 1,95% heute. Also wir haben ein Szenario, wo die Märkte sich jetzt sagen, pass auf, wir haben die Garantie der Fed im Prinzip, dass in 2020, zumindest die nächsten Monate, in Sachen Leitzins erstmal nichts passiert. Da wird also keine Anhebung kommen, vielleicht eine Senkung, aber keine Anhebung. Das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Jetzt haben wir doch diesen großartigen Handelsdeal zwischen den USA und China und das wird bedeuten, dass dann die Wirtschaft wieder besser läuft, die Konjunktur sich erholt, weil vermeintlich die Unsicherheit bei den Unternehmen weg ist. Aber ist das wirklich so? Schauen wir uns zunächst mal so eine Meldung an in Sachen Handelskrieg. Wir haben heute die Aussage von Steve Mnuchin, da muss ich das mal zurecht ruckeln, der sagte, ja, wir werden Anfang Januar den Phase-1-Deal unterzeichnen. Er wird da ziemlich konkret und sagt, dieser Deal ist gar nicht mehr verhandelbar, der steht jetzt, alles ist klar. Die Amerikaner haben Enforcement Mechanisms, sie können also praktisch sofort reagieren, wenn die Chinesen nicht nach Wunsch agieren, dann kann Donald Trump die Zölle wieder anheben etc. All das klingt sehr, sehr konkret, nur scheinen die Chinesen davon nichts zu wissen, denn da hat heute der Handelsminister aus China gesagt, ja, ich will das nicht bestätigen, dass wir im Januar hier diesen Deal unterschreiben. Das klingt alles ein bisschen anders, auch wenn man chinesische Medien, die auf Englisch erscheinen, liest, dann ist da nicht die Rede von, ja, wir werden Anfang Januar da was unterschreiben. Da ist nicht die Rede von einem Commitment, von einer, naja, Bestätigung der Chinesen, dass sie ihre Landwirtschaftskäufe aus den USA verdoppeln werden. All das fehlt. Jetzt ist eben sozusagen hier ein kleines Gap, eine kleine Lücke zwischen der Darstellung der Amerikaner und der Darstellung der Chinesen. Man darf gespannt sein, wie sich das dann lösen wird. Schauen wir uns aber mal die Entwicklung vorwiegend an den Anleihemärkten an. Wir sehen überall ein Pluszeichen. Dieses Pluszeichen ist aber die Rendite. Das heißt, die Renditen steigen für länger laufende Anleihen. Die Kurse der Anleihen fallen. Wir haben also jetzt einen Sell-off an den Anleihemärkten und wir haben heute interessanterweise die schwedische Notenbank, die den Leitzins erstmals wieder nach einigen Jahren von negativ auf null gestellt hatte zumindest. Das könnte ein symbolischer Schritt sein, der vielleicht auch für andere Notenbanken dann relevant ist, dass man rausgeht aus den Negativzinsen, weil man eben feststellt, hey, wir pushen damit im Grunde nur Vermögenspreise, wir schaffen Blasen, die wir dann nicht kontrollieren können, dann lasst uns wenigstens die Negativzinsen zurücknehmen. Wir sehen auf der anderen Seite, dass Banken vor allem jetzt von dieser Versteilung der Zinskurve profitieren. Was wir hier sehen, ist das Banken-ETF aus den USA und hier sehen wir, da geht es sehr, sehr deutlich nach oben in letzter Zeit für die Banken, seit die Fed eben kurzlaufende Staatsanleihen kauft. Dadurch entsteht Nachfrage in diesen kurzlaufenden Staatsanleihen. Andere springen mit auf den Zug, sodass eben für diese kürzer laufenden Staatsanleihen die Rendite zumindest nicht steigt. Aber alle verabschieden sich dann aus länger laufenden Staatsanleihen, sodass deren Rendite steigt. Das ist der Mechanismus, der derzeit abläuft. Wir sehen hier eben diese Versteilung der Zinskurve jetzt der die versteilteste Zinskurve, so kann man sagen, seit 14 Monaten. Was passiert aber, wenn wir uns die letzten Male anschauen, als wir zuvor eine invertierte Zinskurve hatten und dann plötzlich diese Invertierung sich auflöst, in ihr Gegenteil verkehrt, die Zinskurve sich wieder versteilt, dann haben wir normalerweise, naja, unterschiedliche
Reaktionen an den Aktienmärkten. 2000 ging es nach unten, 1989 ging es zunächst nach oben, dann wieder etwas nach unten. Und im Jahr 2006 ging es dann auch nach unten. Also es ist normalerweise ja so, dass Rezessionen zunächst mal angekündigt werden durch eine Inversion der Zinskurven, dass also die länger laufenden Staatsanleihen weniger rentieren als die kürzer laufenden Staatsanleihen, weil die Märkte eben riechen, da geht es mit der Wirtschaft bergab. Und dann kommt sozusagen in der Regel immer diese Versteilung der Zinskurve und erst dann kommt die Rezession, also ein Muster, das eigentlich in der Vergangenheit immer funktioniert hat. Gleichwohl bleiben die Analysten optimistisch, das durchschnittliche Kursziel liegt beim S&P 500 bei 3.407 Punkten, also neues Allzeithoch. Wir haben heute beim S&P, wie wir gleich sehen werden, die 3.200er Marke das erste Mal erreicht und wir erreichen es, nachdem die Fed ihr angeblich nicht QE betreibt. Seitdem geht es nur noch nach oben. Man kann praktisch diese Kerzen hier deckungsgleich zeigen mit der Bilanzsumme der Fed. Es gab einmal eine Woche, wo die Aktienmärkte in den USA, wo der S&P nicht gestiegen ist. Das war eine Woche, als die Bilanzsumme der Fed sich ausnahmsweise verringerte. Und wir sehen, dass viele Investoren, große Investoren, wie hier von der Bank of America Lynch befragt, die sind long in Tech-Werten, aber die sind auch long in US-Staatsanleihen, auch in länger laufenden Staatsanleihen. Und für die ist das natürlich ein Problem. Schauen wir uns noch diese Grafik an, die ich Ihnen zeigen wollte. Anderes Thema jetzt, Impeachment-Verfahren Donald Trump, und wir sehen, dass die Zustimmungswerte zu Donald Trump relativ gleich geblieben sind, in einer Seitwärtsrange waren und jetzt plötzlich sehr stark nach oben gehen. Das heißt, die Amerikaner lehnen im Grunde dieses Impeachment-Verfahren als, naja, ein Stück weit parteiisch ab, als Parteigezänk ab. Das hilft also Donald Trump eher. Und schauen wir uns noch diese Grafik an, die ich Ihnen zeigen wollte. Das ist das Sparvolumen der Amerikaner. 45% haben 0 Dollar, die sie sparen. Wir haben 24%, die weniger als 1.000 Dollar auf ihrem Konto als Sparvolumen wissen. Das heißt, wir haben 69% der Amerikaner, die null Reserven haben. Und wenn da am Arbeitsmarkt mal etwas passiert, dann schaut es schlechter aus. Wolfgang Müller hat heute einen Artikel geschrieben, in dem er gezeigt hat, dass vor allem die kleineren Firmen deutlich schlechter dastehen als die großen Firmen, die im S&P 500 versammelt sind. Und es sind die kleinen Firmen, wo die meisten Amerikaner arbeiten. Wenn da sozusagen der Schmerz einsetzt, dann sind diejenigen, diese 69%, die null Sparreserven haben, wären dann betroffen. Schauen wir uns die Charts an, meine Damen und Herren. Was wir hier sehen, die Charts von Capital.com, ja, ja, ja. Was wir hier sehen, das ist der S&P 500 über der 3.200er Marke. Es ist jetzt sozusagen möglicherweise schon der Sog des großen Verfalls, der hier ein bisschen wirkt. Wir sehen auch beim Tech-Index, dem Nasdaq 100, geht es nach oben. Nur der DAX, der ziert sich ein bisschen, kann jetzt ein bisschen wieder aufholen. Aber es ist doch in letzter Zeit eine eher schwache Performance, 13.213. Wir sehen, dass der Index tendenziell eigentlich ja, seit einigen Tagen eher im Abwärtstrend ist. Kann also die Schlagzahl der Amerikaner nicht mitgehen. Wir sehen Euro-Dollar jetzt in einer takten Seitwärtsbewegung 1,1125. Crude Oil, nee, das amerikanische, nicht das amerikanische Gold, das gelbe Metall, so muss es heißen, 1400 knappe 79, auch wenig verändert. Und Crude Oil auch wenig verändert, knapp über der 61-Dollar-Marke. Das britische Pfund heute kurz sogar unter die 1,30er-Marke geschnippt, nachdem wir ja bei 1,35 waren. Bei dem glorreichen Sieg der Tories. Also, wir haben jetzt wahrscheinlich noch Verfallswirkungen, die schon jetzt der Fall sind. Wir haben den Glauben der Märkte, die Fed wird die Zinsen nicht anheben. Wir haben eine super Konjunktur, obwohl heute für die Fed so schlecht war wie seit 6 Monaten, gerade noch im positiven Bereich, obwohl die Erstanträge deutlich gestiegen sind, obwohl die Verkäufe bestehender Häuser schwach waren, aber man sagt sich, naja, das ist doch alles aus der Vergangenheit, die Zukunft ist rosig, weil wir kriegen den großartigen Deal und die Fed, die pumpt und pumpt und pumpt, was soll da schief gehen? Wir haben derzeit eine extreme Gier an den Märkten, für einen Greed-Index auf Extremniveaus, kann noch so weitergehen, aber irgendwann muss da mal ein bisschen Luft rausgelassen werden, das verlangt wohl die Physik. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend. Morgen kein Videoausblick und kein Marktgeflüster, da bin ich in Frankfurt beim Interview, das Sie dann auch bei Finanzmarktwelt sehen können und bei vielen Millionen anderen Stationen, meine Damen und Herren. Jetzt erstmal alles Gute, Servus und Ciao.